Hallo, willkommen zurück beim Let's Play von Dark and Light. Hier geht es weiter. Das Farm, was wir letzte Folge angefangen haben, das habe ich auch zwischen den Folgen jetzt hier fertig gemacht. Samson ist voll. Ich bin voll. Und ich hoffe, wir werden dann ausreichend weit kommen, dass wir hier in dieser Folge vielleicht noch ein bisschen. Kommst du? Du bist doch genau. Super. Der Geheimtunnel unter dem Schloss durch, unter dem Zug, also Schloss, also bald Schloss, also irgendwann mal Schloss bestimmt. Kennst du das nicht? Das ist eindeutig ein Schloss. So, ein bisschen Holz habe ich auch mitgebracht. So, das noch. Jetzt habe ich aber die Tastatur gehämmert. Wahrscheinlich klang es durch. Sorry. Bam, 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 bam. Das muss schnell gehen. Dann brauchen wir vermutlich noch einige Fenster. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ach, Treppen wollten wir bauen. Treppen wollten wir bauen. Da sind Treppen. Wir können jetzt auch hier, ne? Schrägdächer. Das habe ich, glaube ich, das ist, glaube ich, offscreen gelevelt worden. Hier haben wir so Dächer richtig hier jetzt. Ah, das ist super. Oh, erstmal zwei. Ich muss mal gucken, wie lang die sind. Ob die ausreichen, wie, also breit werden sie natürlich eine Foundation sein, aber bist du unfollow? Ja, okay. Aber ob die lang genug sind, um auf den Boden zu reichen, das ist die Frage. Nee, tun sie nämlich nicht. Also nicht ganz. Jetzt ist die Frage, ob die dann noch. Also entweder müssen wir dann die Treppe mehr hier. Wie macht man das überhaupt? Moment, jetzt muss ich mal kurz jetzt. Muss ich tatsächlich mal nachdenken? Oh mein Gott. Mal kurz mal gucken. Wie sehen das so am besten aus? Ich glaube, wenn ich die mittig mache, dafür ist diese Insel zu unsymmetrisch. Ich glaube, ich mache den Eingang eher seitlich. Allerdings jetzt auch nicht ganz an die Seite geklatscht, sondern eher so hier. Ne, dass wir eine Wand haben. Ich glaube, das ist ganz okay. Dann können wir den Eingang dann mehr in diese Richtung machen. Ich glaube, das passt. Jetzt pass mal auf, jetzt hier unser. Unser neues Schwert, erstmals im Einsatz, in einem total berechtigten Einsatz gegen Gras. Gras, unser größter Feind, alles weg. Oh, naja, gut, dieses Schild würde ich fast gern so am Rand so wenigstens ein bisschen lassen, ne? Darf ich nicht zu viel hauen? Sonst wird es hier nicht so schön. Muss ich aufpassen beim Jäten. So, jetzt pass mal auf. Geht das? Bei Ark war es ja immer sehr, sehr tolerant. Ja, natürlich nicht. Ja, das habe ich fast befürchtet. Bei Ark ist das ja immer sehr tolerant gewesen, dass man da unten noch eine Treppe dran flanschen konnte. Kacke. Okay. Jetzt kann ich nur hoffen, dass da unten eine Ceiling. Du könntest mit einer Ceiling probieren. Ich glaube, da snappt keine Ceiling dran. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nochmal. Aber ansonsten probieren wir es mit einer Foundation. Nee, Ceiling snappt da unten gar nicht. Okay, dann müssen wir das mit einer. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Dann müssen wir es mit einer Foundation probieren, aber die wird auch nicht hoch genug da sein. Ah, böse. Das ärgert mich jetzt. Ich hoffe, die patchen das bald. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so super wichtig. Dass das Bauen gepatcht wird. Das ist so. Das ist noch so. Ah, ne? Weißt du schon, was ich sagen will? Das ist ganz furchtbar arg. Hilft überhaupt nichts, glaube ich, dass ich die da hinsetze. Oder? Ah, doch! Es ist immer noch Kacke, aber es ist nicht mehr ganz so Kacke. Also, weniger Kacke als wie vorher. Bäh! Siehst du das anders, oder wie? Nee, ne? Hätte natürlich jetzt auch sagen können, wir nehmen die Treppe und bauen die hier links. Ich glaube, da ist nämlich ein bisschen flacher. Aber ich wollte das jetzt hier. Genug Kompromisse gemacht, weißt du? Irgendwann muss man ja auch einfach mal was durchsetzen, was umsetzen. Ja, dann wird das doch hier vorne.
Nur die Behelfssäule kann dann eigentlich auch wieder weg. Wobei, nicht dass irgendwas... Nö, ne? Die kann weg. Viel Water Char. Wegen mir auch das, aber ich wollte eigentlich die Säule abreißen. So. Gut. Tröge haben wir genug. Ist in Ordnung. Also wenn man jetzt so drüber läuft, von oben gucken, ne, dann fällt das nicht so sehr auf, dass die schwebt. An der Seite ist es natürlich suboptimal. Aber hey, wir sind das, ne? Wir sind ein Elf. Magie. Und so. Weißt du doch. Stimmt. Na gut. Dann haben wir das. Jetzt brauche ich eine Idee, wie das Schloss mal aussehen könnte. Wünschte diese Projektionswände da, wie heißen sie? Weißt du, was ich meine, ne? Diese Illusionen, ich komme jetzt gar nicht hinter, wie sie getauft waren. Die wären günstiger, dann würde ich das hier ganz schön nutzen, aber die sind relativ teuer. Wie gute Idee eigentlich, aber dafür sind sie wirklich viel zu teuer. Wenn die jetzt einfach nur ein oder zwei Shards kosten würden, dann würde ich da entsprechend mit vorbauen und dann kann man das nämlich danach direkt ersetzen mit den richtigen Wänden. An sich eine gute Idee, aber da müssen sie echt noch was machen am... Wie habe ich denn von den Shards? Nicht viel, ne? Ah, da habe ich irgendwas gesammelt überhaupt? Nö. 100 habe ich noch in der Kiste liegen, das war's dann. Ich will jetzt nicht nur so einen Bunker hier hinstellen, ne? Das ist mein Ding einfach gerade, weshalb ich überlege, was man hier machen kann, dass das so ein bisschen schöner noch wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einem Balkon arbeiten könnten. Eventuell mit so Erkern daraus. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie das später aussehen könnte. Bauen wir mal drauf los. Stone, Ceiling. Gibt es die auch als Dreieck, die Ceiling? Das ist zunächst mal Voraussetzung. Da. Da brauche ich jeder Seite 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann bauen wir die. Dann brauchen wir nochmal ein paar von den Fenstern auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir noch ein paar Wände, das sowieso. Die eine oder andere Tür dürfte es auch noch werden. Was ist das hier? Ah, Window, okay. Und dann müsste ich mal schauen, das gibt es jetzt hier noch gar nicht, dass ich so ein Beast Gate oder irgend sowas... Storage, Moment. Structure, nee. Hier ist es nicht. Mal kurz gucken. Hier. Large Chest. Die brauchen wir später auch noch. Arctic Illusion. Ah, okay. Hier für Schneeumgebungen kann man das nutzen, um seine Gebäude in der Schneeumgebung zu tarnen. Hier geht es in einem sumpfigen Gebiet. Mountain, bergigen Gebiet. Okay, aber ich suche jetzt immer noch die Tore. Und da haben wir nichts. Habe ich die noch nicht gelernt? Knowledge? Simple Beast Gate Frame. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelernt. Und wie ist das beim Stone? Da können wir doch... Dann müssen wir das... Dragon Gate. Beast Gate. Da müssen wir mal gucken, wie... Oh, die sind ja sackteuer.
Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen drauf leveln, dass wir das hinbekommen. Aber nicht das Ding. Würden jetzt noch gebaut? Hatte doch hier... Nicht 10? Ich wollte doch... Ja, machen wir erstmal 10. Ich dachte, ich wollte 14 bauen. Scheinbar nicht. Kann mich nicht bewegen? Warum? Warum kann ich mich nicht... Bin noch nicht überladen. Ah, jetzt geht's wieder. Na gut, dann halt nicht. So, Balkon. Also wie gesagt, hier hinten draußen machen wir das L. Dann hätten wir jetzt Platz für einen Balkon auf dieser Seite. Das meinte ich übrigens mit den Einblendungen, die man die ganze Zeit dann hat. Oh. Alles aber unhübsch. Naja gut, okay, wir werden da ja eine Wand haben. So, jetzt mal kurz gucken. Warte mal. Hier rechts sind es jetzt 1, 2, 3 und hier links sind es 1, 2, 3. Zack. War schwer zu platzieren. Das will nicht so richtig. Was schwimmt denn da unten? Kenne ich noch nicht. Es wird schon irgend so ein Piranha oder irgend sowas sein, was dann mir das Fleisch bis auf die Knochen abnagt. Ja, doch so in der Richtung könnten wir es machen. Ja, komm. So, es ist schwierig zu platzieren. Es ist wirklich schwierig. Mal ganz kurz gucken. Links 2, rechts 2. Genau, dann passt das. So. Dann hätten wir das. Was ich mir dann vorstelle, ist, dass wir 2 Stockwerke machen. Und dann außen als Dach machen wir erstmal eine Reihe, wo man laufen kann. Und hier dann möglichst irgendwas, was wie Zinnen aussieht. Da muss ich noch gucken, was es gibt. Da müssen wir wahrscheinlich so kleine Mäuerchen bauen. Ne, dass man hier außenrum so einen Wehrgang, so eine Art, hat oben. Und in der Mitte ein Spitzdach noch drauf. So ein Dachgeschoss. Nochmal eine Wand hoch und dann so eine Dachschräge drauf. Dass man also so ein bisschen vielleicht ja, am Rand mit einem Türmchen oder sowas. Oder nochmal so ein Erker raus oder so, muss ich überlegen. Ne? Und das hier dann so als kleinen... Ein Balkon nochmal zusätzliche Ausbuchtung quasi. Ich habe kurz überlegt, ob ich das hier vorne hin auch mache. Aber ich glaube, das passt nicht. Höchstens über die Treppe. Dass man da nochmal so eine Art Überdach macht oder so. Das könnte man noch überlegen. So, jetzt brauchen wir 1 Milliarde und 1250 Wände. Das kommt erstmal rein. Das kommt später wieder. 1 Milliarde, 1250 Wände. Hier haben wir erstmal Türen. Vorne kommt ein Beastgate, glaube ich. Da, wo ich die Treppe gebaut habe. Müssen wir nur gucken, wie breit das ist. Deshalb will ich das noch nicht... Das will ich jetzt noch nicht mich festlegen. Ja? Müssen wir mal gucken. So, das haben wir. Und dann hätte ich gerne jetzt nach Möglichkeit, wenn es noch geht. Structure, genau. Dann bauen wir jetzt alles noch an Fenstern, was wir haben. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch viele. So. Hier, glaube ich, mache ich irgendwann eine Behelfstreppe hin. Mal gucken. Oh, die Fenster sind aber schick. Die waren richtig groß. Das ist ja stark. Vor allem, weil da Glas drin ist, ne? Kostenlos quasi. Das gefällt mir. So, hier drüben auch. Ich glaube, ich baue das richtig rum, ne? Ich erkenne kein Innen und Außen. Sieht innen wie außen aus. Moment. Die 3 will ich hier haben. Genau. Eigentlich müsste dahin noch ein Fenster. Ne? Schade, dass man nicht in die Ego-Perspektive kann. Ich hoffe, das kommt bald mal. Ich hoffe wirklich, das kommt bald mal. Kommen wir mal hier auch ein Fenster hin. Was soll's denn?
Dann habe ich jetzt alle Fenster schon verbaut und nur den Balkon fertig. Ist sehr gut. So. Dafür weiß ich genau hier. Zack und zack. Jetzt muss ich nur dann gucken, wie breit das Tor ist. Das heißt, da machen wir jetzt die Wände erstmal so. Bis wir dann in der Lage sind, das Tor zu bauen. Das dürfte aber noch ein bisschen dauern. Allerdings, wir haben auch sehr viele Wände noch zu bauen. Erinnert total an Ark, ne? T-Stück und Stein. Was aber hier schöner ist als in Ark, ist, dass diese die Steinmauern absolut dicker sind, ne? Also wesentlich mächtiger wirken und damit realistischer. Das Ganze hier, das ist zwar, wirkt noch nicht so wuchtig wie eine Burgmauer oder Schlossmauer oder sowas sein müsste, aber es wirkt schon realistischer. Bei Ark sind das so Plastikwände. Sieht ganz furchtbar aus. Die Steinwände in Ark sind ganz, ganz furchtbar. Gefallen mir gar nicht. Da ist das hier schon ein bisschen besser wenigstens. Foundation Support? Aber. Ja, gut. Können wir hin. Wundert mich, aber egal. Ich dachte, ich hätte da... Naja, gut, da hinten die Säule ist ein Stück weg, ja. So haben wir das. Foundation Support, okay. Ah, hier wird es schon ein bisschen schwieriger, aber es dürfte gehen, hoffe ich. Jawohl. Bö. Na. Ja, ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Moment. Oh. Es sind tatsächlich Piranhas. Ich brauche einen Respawn-Schrein hier, fällt mir dabei auf. Hui. Ja, okay, also ich habe das Problem, dass diese Säule zwar hier auf diesen Felsen ragt, aber wir können ja auf diesen Felsen auch sonst nichts bauen. Okay. Wir können ja auf diesen Felsen auch sonst, ne, nichts bauen. Der hat nämlich keinen Support. Das heißt, ich muss jetzt gucken, ob ich irgendwie hier vielleicht... Lass mal kurz schauen. Ansonsten muss ich ganz frech mit... mit Ghost das Ganze machen. Da hätte ich dann auch keine Skrupel. Wie ich da jetzt keine Wand draufstellen kann. Oder wir probieren es halt nochmal hier. Ob das eventuell dann als Support gilt. Gib mal die Wand her. Da geht's. Da. Obstructed. Ja, okay. Also. Ja, paddeln wir mal rüber. Minus 11 Grad. Alter. Ich glaube, ich friere. Wieso ist es auf einmal so kalt? Das Wasser hat minus 11 Grad. Wenn ich rauskomme, minus 8. Das ist magisches Wasser. Ah, ja, ja, komm. Du kriegst sogar Heilung. Du kriegst sogar Heilung, lieber Elf. Okay, da zählt's dann. Komm, dann lass mal die Säule halt da so stehen. Und ich brauche was zu essen. Wie viele Wände haben wir noch? Noch 22. Och, das ist doch gar nicht mal so wenig. Hier vorne machen wir auf jeden Fall auch nochmal ein, zwei Fensterchen hin. Hier geht es dann rüber in den Anbau. Hier kommt eine Tür hin. Das ist schon mal sicher. Die habe ich auch nicht dabei. Dann machen wir die später. So, hier bringen Fenster auch relativ wenig. Und wir brauchen ja auch eine Ecke, wo man die ganzen Geräte platzieren kann. Das heißt, hier machen wir dann mal... Njach. Hier machen wir dann mal Njach. Braucht dann gleich die Treppe hier. Wenn ich wieder hochgehoppt bin, dann sagt der Foundation Support. Nicht klar. Mag dich auch, Spiel. Jo. Da bringen Fenster nichts. Hier hätte noch ein Fenster eventuell was gebraucht, aber ist wurscht.
Hier machen wir dann den Durchgang. Das heißt also so. Sieht doch eigentlich schon mal ganz okay aus. Und dann hier vorne, wie gesagt, schauen wir nach dem Tor. Und dann hier würde ich sagen, aha, okay, Moment. So. Und auch hier müssen wir dann gucken, wie breit das Tor ist. Gegebenenfalls kommt dann hier eine Wand hin und dann links daneben wieder ein Fenster. So, das heißt also, den Rest der Wände können wir jetzt schon in die zweite Reihe stopfen. Ja, so baut man heutzutage mit Purzelbaum. Ja, um ehrlich zu sein, haben wir da doch schon mehr Wände gehabt, als ich das jetzt im Vorfeld gedacht hätte. Wir sind doch schon relativ weit. Frage mich auch gerade, ob ich das wirklich zweistockig hoch mache. Oder ob ich da sage, dass das jetzt schon reicht. Und dann oben ja noch das Dachgeschoss drauf, was ja immerhin auch 1 plus Schrägdach, also nochmal so hoch ist. Kann man ja dann überlegen. Und wenn ich mir das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Genau, komme ich von hier wunderbar da hoch. Aber bald werden wir eh alles da drin stehen haben. Hier hätten wir die Tür. Oh, guck mal, hier werden Fenster nochmal. Die brauche ich gar nicht. Naja, gut, okay, komm. Oben brauchen wir ja auch nochmal welche. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch jede Menge Wände. Und dann könnten wir eigentlich... Dann könnten wir eigentlich schon fast ans Dach gehen. Geht schneller als gedacht. Das bauen. So. Ich will hier nur alles... durcheinander. Wo ist mein Stab und so? Da. Da war auch noch was. Waren Dinge. Genau. Du warst da. Die Spitzhacke ist in Fort. Da. Wie auch immer. Gut. Brauchen alles. Holz, Stein. Am wenigsten brauchen wir Seil, aber auch das brauchen wir. Also, hilft ja nichts, ne? Kommst du immer noch drunter durch? Kommst du noch drunter durch? Ja, oder außenrum. Außenrum ist auch super. Überhaupt kein Problem. Fast kein Problem. Ja, hui, hui, hui. Es freut sich. Wisst ihr was? Das mache ich wieder im Offscreen. Die Farmerei. Die mache ich wieder im Offscreen. Hau ich ein paar Steine und ein paar Bäume. Und dann, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bauen hier unser Wasserschloss. Unser Traumschloss. Noch ein bisschen entfernt von einem Traumschloss. Aber es wird bestimmt. Ich glaube, das wird. Das wird. Sag, dass das wird. Bitte. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.